Meine lieben Freunde, bereits am 18. Juli 2016 bin ich in YouTube auf Nahtoderlebnisse eingegangen. Heute berichte ich euch vom Nahtoderlebnis eines Kunden, der mir hierzu die Erlaubnis gegeben hat, dass ich es veröffentlichen darf. Ein herzliches Dankeschön dafür. Damit ihr mich kontaktieren könnt, schaut her. Hier ist meine Rufnummer. Nahtoderscheinungen sind unterschiedlich. Aus irgendeiner Situation heraus stirbt ein Mensch und kommt wieder ins Leben zurück. Alle haben die gleiche Bilanz. Es war ein wunderschönes Gefühl. Und es bleibt unvergessen. Die Menschen, die wieder ins Leben zurückkommen, erkennen, dass die Seele weiterlebt. Es gibt ein weiteres Leben nach dem Tod. Der Tod ist kein endgültiges Aus. Die Seele verlässt den Körper und lebt in einem anderen Dasein. Nun das unvergessliche Erlebnis meines Kunden. Er berichtet: Ich habe in einem großen Autowerk gearbeitet und hatte Nachtschicht. Beim Betätigen meiner Maschine, es war meine tägliche Arbeit, wurde mir plötzlich schlecht. Und ich spürte einen Stich in meiner Herzgegend. Dann war es dunkel um mich geworden. Später erzählte man mir, dass ich am Boden lag und mich vor Schmerzen krümmte. Man rief sofort die medizinische Abteilung und ich wurde mit Blaulicht ins Krankenhaus gefahren. Dort meinte der Notarzt, dass mein Zustand sehr kritisch sei. Ich befand mich in einem Koma, in einem Zustand, der wirklich kritisch war, und ich musste reanimiert werden. Nach 2 Stunden war ich wieder einigermaßen stabil. Diese 2 Stunden erschienen mir wie eine Ewigkeit, eine wundersame Ewigkeit. Ich konnte das ganze Geschehen beobachten, die hektische Arbeit der Ärzte. Die Herzmassage, wie sie mich mit einer Maske beatmeten und Infusionen anlegten. In ihren Gesichtern stand pure Hoffnungslosigkeit. Sie riefen meinen Namen immer und immer wieder. Und ich verstand nicht, dass sie mich nicht hörten. Ich gab ihnen doch Antwort. Dann erreichte mich eine wohltuende Leichtigkeit, die mich in ein glänzendes Licht trug. Liebevolle, angenehme Töne, leiser Musik hatte mich getragen. Es war ein Gefühl vom Fliegen und ich wollte immer weiter fliegen. Wo war mein Ziel? Wann komme ich an? Fragte ich mich. Dieser Zustand des Schwebens verursachte in mir eine große Anhebung meines Bewusstseins, überflutete mich mit einer bedingungslosen Energie grenzenloser Liebe. Eine Liebe so kraftvoll und wunderbar. Doch dann spürte ich, dass ich von etwas zurückgezogen wurde. Ich konnte mich nicht dagegen wehren. Ich fühlte, dass ich mich von diesem wundervollen Licht entfernte. Mit einem Mal wurde es wieder laut um mich. An der Decke waren grell scheinende Lampen, die mich blendeten.
Eine Stimme sagte: Gott sei Dank, wir haben ihn wieder. Aber ich wollte nicht zu ihnen zurück, sondern dahin, wo ich war. Ich hatte das Gefühl großer Verbundenheit mit dem Universum, der Geistlichkeit, ja, mit einem höheren Leben, umringt von großer Glückseligkeit und wohligem Frieden. Aber dann war auf einmal der Wille da und der Entschluss war da, ins Leben zurück zu wollen. Und dieses Gefühl war so stark, ja unbesiegbar. Heute bin ich nahezu wieder gesund. Mein Arbeitgeber hat mir einen anderen Arbeitsplatz zugewiesen. Hin und wieder werde ich an dieses Ereignis erinnert. Und ich bin froh und dankbar zu leben. Ja, das war ein Bericht, wo dieser Mann sein persönliches Nahtoderlebnis hatte. Und so gibt es viele, viele Menschen, die Ähnliches zu berichten haben. Falls jemand von euch auch eine ähnliche Erfahrung gemacht hat, kann er mich kontaktieren und seine Erfahrung als Kommentar abgeben. Traut euch! Herzlichst, eure Dirja.